Jo, wunderschönen guten Tag, meine Sprudel Spritzer. Crony ist hier wieder am Start und wir werden heute auf jeden Fall absolut leckere CSGO-Cases noch aufmachen. Ich habe ja immer noch knapp 200 Euro auf dem Steam-Inventar. Da könnt ihr auch jetzt direkt am Anfang schon mal erwähnt unten in die Kommentare schreiben, was ich mit den 200 Euro machen soll. Soll ich nochmal ein Play-Inventar zusammenstellen? Es gibt so viele neue Skins, wo ich noch gar keine Ahnung habe, wie die aussehen und so weiter, weil ich jetzt ja echt schon lange nicht mehr gezockt habe. Soll ich weiterhin Kisten aufmachen? Soll ich Trade-Ups machen? Was könnte ich mit der Kohle auf jeden Fall gut anfangen? Hauptsächlich würde ich sagen in CSGO. Die Skins kann man dann auch spielen oder verkaufen. Ich hätte nämlich auch echt mal wieder Bock auf eine Runde CSGO, ja. Muss ich echt mal gucken, wenn der George mal wieder Lust hat, da mal ein Ründchen zu daddeln. Ich habe auch den ein oder anderen Schlingel gehört, der hier auch eine Pause gemacht hat, so wie ich. Und dann aber wieder angefangen hat. Also viele von euch sind anscheinend wieder am Zocken. Deswegen, glaube ich, werde den Titel auch nennen. Spielt ihr noch CSGO oder irgendwie sowas? Ach, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Schreibt auf jeden Fall mal alles unten in die Kommentare. Kommentare beantworten und durchlesen macht mir zurzeit so extrem Bock. Auch bei den Fortnite-Videos, da ist jetzt schon so eine richtig kleine Fortnite-Community zusammengekommen und die Leute schreiben immer Kommentare und dies und das und macht heftig Bock auf jeden Fall. Vielen Dank dafür, falls der ein oder andere Fortnite-Zuschauer hier mit am Start ist. Und ja, wir haben jetzt hier 17 Euro drauf und können hier nochmal auf das ein oder andere Match betten. Die Seite ist natürlich auch unten drunter verlinkt. Ist mal ein bisschen was anderes wie die andere Seite, die wir normalerweise immer zum Betten benutzen. Die sieht mir hier sogar tatsächlich ein bisschen übersichtlicher aus, ja. Ein bisschen Flat Design, gefällt mir aber echt immer ganz gut. ESL Pro League Season 8. Boah, ich würde so gerne mich wieder auskennen. Das war einfach früher so geil, wo man gehypt war und hier immer gezockt hat und auch immer dem hinterher war und alles. LOL kann man hier auch machen. Na gut, ja, wir setzen hier auf jeden Fall mal ein bisschen was auf Hellraiser. Oder einfach immer einen Fünfer. Und potenziell kann man 97 gewinnen. Okay, das ist schon mal echt nicht schlecht. Also, geht hier irgendwie einfacher, muss ich sagen. Ja, bei der anderen Seite, wie gesagt, sollte man natürlich in einem gesponserten Video nicht immer erwähnen, die anderen Seiten. Aber da ist das alles ein bisschen unübersichtlicher. So, hier hat man den Dreh auf jeden Fall schnell raus. Hier unten spielt Hellraisers nochmal. Da hauen wir nochmal einen Fünfer auf. Zack, potenzieller Gewinn, 27, das ist nice. Komm, wir gehen mal hier absolut auf den Underdog. Windigo, Windigo ist nämlich Best of 1. Da würde ich sagen, hauen wir nochmal 5 Dollar drauf. Und dann gucken wir nochmal bei ESL. Hier, League of Legends, Berlin International Gaming. Okay, da hat es ja auch echt neue Games mit dazu. Euronix Gaming, die kann ich noch von früher. SK kenne ich auch noch von früher. So, Euronix ist auch Best of 1. Best of 1 kann halt immer so viel passieren. Deswegen hauen wir da jetzt noch den Rest drauf. Und dann würde ich sagen, schwingen wir uns ganz geschmeidig hier aber auch mal in CSGO. Und machen nochmal ein paar echt leckere Sachen auf. Potenzieller Gewinn 11 Euro bei 2 Euro Einsatz. Ja, moin. So, Ingame angekommen. Haben wir jetzt auf jeden Fall mal 15 Schlüssel gekauft. Holy shit, das sind wieder 35 Euro. Das ist echt teuer, wenn man nicht gesponsert wird. Aber vielleicht gibt uns Gaben der Lutscher endlich mal irgendwas Geiles. Ey, komm. Das kann jetzt nicht wahr sein. Eins weiter. Hätten wir wenigstens eine Purple M4 bekommen. Mann, ich bin echt gespannt, wie lange wir brauchen werden, bis wir ein Messer ziehen. Ich habe auch schon lange nicht mehr mitbekommen, dass irgendein Kumpel ein Messer gezogen hat. Ah, da haben wir wieder die gute Autosniper. Die haben wir letztes Mal schon ein paar Mal gezogen. Wir wollen hier das goldene Symbol. Habe ich noch nie bekommen, seitdem die Kisten so neu gemacht wurden. Ich glaube, das... Oh, ekelhaft. Ekelhaft, wie das hier vorbeigezischt ist, das rote Item. Oh Mann, Alter, die gute Deagle. Da haben die anscheinend auch irgendwas geändert bei der Deagle. Kann es sein, dass sie jetzt anscheinend richtig reinknallt? Also irgendwas habe ich da mal mitgehört. So, manchmal kriege ich noch so ein paar Randinformationen mit hier von Olaf und den anderen. Die zocken ist ja noch aktiv. Die sind sogar jetzt echt richtig gut. Ich glaube, im letzten Video schon erwähnt, Alter. Als wäre ich voll der Olaf-Fanboy. Ja, moin. Ah, hier haben wir wieder die Dual Barrettas. Aber allgemein glaube ich auch. Schreibt ihr mal auch noch in die Kommentare. Ja, ich weiß, heute will ich das in den Haufen in die Kommentare schreiben. Aber wo schaut ihr aktuell noch CSGO Case Openings? Gibt es die überhaupt noch? Oder hat jetzt VGO komplett überhand genommen? So, mir fällt jetzt niemand ein, der noch normale Case Openings macht, oder? Ah, ich weiß es nicht. So, ich habe es bei Dado schon länger nicht mehr geguckt, aber zu der Zeit, als ich da immer vorbeigeschniegelt habe, war da auch nichts mehr. Ich glaube, George macht aktuell auch ziemlich wenig. Beaver, stimmt. Beaver Nato macht auf jeden Fall noch Case Openings. Da habe ich jetzt neulich ein Video gesehen, in dem seine Arena da mit 8 anderen Leuten und so. Das ist auf jeden Fall echt immer cool. Aber ansonsten fällt mir keiner ein, der hier noch ordentlich Cases aufzimmert. Ist aber auch zu Recht, muss ich sagen. Also über Gambling-Seiten kann man sagen, was man will. Über irgendwelche VGO-Case-Opening-Seiten kann man sagen, was man will. Man zieht auf jeder einzelnen Seite
egal wie rigged sie sonst noch ist, besser als bei Gaben. Es ist einfach, also der absolute Hammer. Egal, wo ich bis jetzt Cases aufgemacht habe, auch mit irgendwelchen Accounts, die nicht mit YouTube zu tun hatten und so, habe ich immer besser gezogen als bei Gaben. Ist aber auch nicht schwer. Jetzt sehen wir ja echt immer nur ein paar Cent. Das ist halt leider das Traurige hier daran. Aber ich hoffe jetzt, dadurch, dass ich mich hier die ganze Zeit beschwere, dass man echt mal wieder was Gutes... Ey, da habe ich doch jetzt wenigstens gedacht, dass wir hier das Purple-Ding kriegen. Vier Kisten haben wir jetzt hier noch am Start. Flutsch, wie die Nummer aufgeht. Komm bitte. Och mal, ey, das macht mich echt langsam traurig, Freunde. Am Anfang des Videos bin ich immer so euphorisch und freue mich immer so, yay. Es könnte ja mal wieder was Gutes drin sein. Aber desto mehr Kisten einfach aufgehen, desto... trauriger werde ich hier. Kann doch nicht sein. Nur blau. Ey, guckt euch das mal an, was wir heute gezogen haben. Blau, 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 blau. Einmal Purple haben wir, glaube ich, gezogen. Und das war's dann auch schon wieder. Wenigstens mal hier die neue Desert Eagle. Oder die AK. Das wäre doch lecker. Das könnte man dann mal so als Giveaway mal wieder rausschmeißen. So wie in den guten alten Zeiten, wo ich natürlich auch noch heftig gesponsert war. Da konnte man natürlich einiges rausprügeln. Komm jetzt. Neon Rider, Neon Rider, bitte. Lass krachen jetzt. Irgendwas Gutes noch, was wir der Community rauszimmern können. Und absolut gar nichts, ey. Traurige Nummer. Ah, die letzten Case-Openings liefen aber auch beschissen. Ich hoffe, das nächste läuft besser, dass wir mal wieder ein kleines Giveaway machen können, so wie in den guten alten Zeiten. Aber aktuell kann ich es mir sonst einfach nicht leisten. Ich hoffe, ihr versteht es. Bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und bis Spider-Man.